Auf Stör soll es heute gehen, an einer Stelle, an der ich noch nie auf Stör war. Ich war ohnehin noch nicht so viel auf Stör, aber wir testen es. Im VK gibt es da einen Spot, ich probiere ihn einfach mal aus, vielleicht geht ja was rein. Also, raus mit den Routen. Ich stehe hier direkt an diesem, Schniepi hier in der zweiten Kurve an der Achthuber im Seitenarm. Und ich denke mal, wir werfen hier so in diese Richtung. Gucken wir mal, was wir da anpeilen. Ich würde sagen, die Spitze hier von der tiefen Stelle auf 32 Meter. Jetzt ist die Frage, wie weit muss ich werfen? 50 Gramm Blei. Happy Hour geht los, jawohl, alles richtig gemacht. Dann kann das ja abgehen. Also 32 Meter, ich peile da hinten so die Ecke, genau, von dem Schilf ungefähr da hinten an. Und dann mit dem 50 Gramm Blei ungefähr, ja, bis Viertel vor auswerfen. Zumindest bei dem Routen hier, bei dem Setup, muss man halt immer selber so ein bisschen testen. Da verhalten sich die Routen ja auch immer unterschiedlich. So, drei Routen sind draußen. 1, 2, 3. So. Und jetzt heißt es warten, oder? Ich meine, Störangeln ist ja jetzt nicht irgendwie zack, zack, zack. Route, Köder raus und dann High Frequent und ab geht es. Jetzt heißt es wahrscheinlich erstmal warten. Vielleicht muss ich sogar noch zwei, dreimal werfen. Erstmal ausreichend Futtermische an den Spot bringen. Und gucken, was dann hier geht. Ich würde sagen, ich lande gerade hier in dem Bereich. Ne? Es gibt auch so wunderbare Tools. Wo haben wir denn da eines von? Hier, r4.info/de. Und dann gucken wir mal eben hier auf Achthuber. Stellen uns hier so ungefähr hin. Ach, guck mal. Hier in dem Bereich soll eine Muschelbank sein. Hier vor. Wenn ich jetzt dort stehe und das hier ausmesse, dann ist das aber so auf 20 Meter. Und auf 32 Meter ist tatsächlich eher hier. Also da würde mich ja tatsächlich auch reizen, hier an die Muschelbank zwischen, sagen wir mal, 22... Also fast hier an die Spitze von dem Pfeil, ziemlich genau sogar, also zwischen 18 und 22 Meter, wäre hier auch eine Muschelbank. Exakt hier. Guck mal da, es geht los. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Tja, das ist natürlich ein Ding. Also wie gesagt, mich würde natürlich auch die Muschelbank reizen. Oh, erstmal mächtig Kaffee reinkippen. Aber wir testen das natürlich auch erstmal jetzt so aus. Geht da schon was? Auch hier auf der 1 links. Die Frage ist, was geht da rein? Ne? Guck mal da, nächste. Nächste geht rein. Ach, das sieht doch schon gut aus. Das macht doch Spaß. Schön mit Goldködern hier. Rotaugen angeln. Da hat man doch schon Bock drauf. So, next. Wieder raus da hinten. Das scheint zumindest mal ein bisschen mehr Speck auf den Rippen zu haben. Ja, nicht schlecht. Aber ich bin schon mal sehr froh, dass da überhaupt direkt was losgeht. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Und zack. Der erste kleine russische Stör. Knappe 5 Kilo. Zielfisch. Der erste ist schon mal da. Also, scheint irgendwo hier zu gehen. Zack, wieder raus. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall auch nochmal die Muschelbank hier auf 20 Meter, werde ich glaube ich mal machen.
20 Meter Einschränkung. Oder machen wir mal 21 Meter. 21 Meter. Und dann exakt auch so hinstellen. Beziehungsweise, ich glaube dann eher so. Hier genau auf das Schilf. Das müsste doch passen. Ja, das passt. 21 Meter auf das Schilf. Oder vielleicht nimmt man sogar hier die linke Kante von dem Schilf. So, mittig ausgerichtet. Ja, und dann auf 20 oder sagen wir mal auf 21 Meter, linke Kante. Und dann landet man mit ein bisschen Strömung, treibt das vielleicht auch noch ein bisschen. Moment, geht die Strömung, die geht genau in die andere Richtung, ne? Also doch dann lieber die Kante. Dann doch lieber die rechte Kante, damit es noch so ein bisschen, oha, in die... Und da haben wir den ersten größeren. Boah, geil, Alter. Oh, da habe ich aber Bock. Guck mal hier. Geht direkt los, ey. Ha! Gar nicht lang warten und lang schnacken. Direkt ran mit dem Brocken. Ich bin hier übrigens mit Monoschnur unterwegs, ne? Monoschnur 36 Kilo. Ja, mein Setup ist halt kein Ultimate Stör-Setup hier mit irgendeiner TI oder weiß der Geier was. Sondern ich bin hier noch relativ klein eigentlich unterwegs. Aber ich nutze eben auch gerade die Vorteile der Monoschnur, dass man hier den quasi über diesen Gummieffekt müde macht. So, guck mal, da hinten zieht auch nochmal wieder was ab. Schnell raus damit. Und ich kümmere mich, glaube ich, als erstes um den hier. Der hatte nicht so viel Power. Und dann geht es hier gleich, der hier gerade so ein bisschen in die Bremse geht. Ich weiß aber nicht, wie die Bremse eingestellt ist. Wahrscheinlich ist die auch relativ low, die Bremse. Und dann nehmen wir gleich die drei. Guck mal, lässt schon wieder locker. Aber guck dir das an, Alter. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Nach dem Rotauge jetzt. Puh. Ja, passt. Ja, guck mal. Ist okay eingestellt. Gehen wir nochmal so ein bisschen rein hier. Und dann wird gekurbelt. Ja. Wir haben noch ein bisschen Bremspotenzial. Können wir ausnutzen. Jawohl. Und da haben wir diesen Gummieffekt, ne? Wow, wow. Der versucht zu ziehen und verausgabt sich mit seinen Kopfschlägen und allem im Gummiband sozusagen. In der Monoschnur. Zieht hin und her, wow, und wieder zurückgezogen, will mit dem Kopf zur Seite drehen, damit er abhauen kann. Und schafft er dann einfach nicht, weil das einfach anstrengender ist, ne? Und das ist eben das Schöne, es ist deutlich schonender eben auch für Setup, wenn man hier mit der geflochtenen steht. Dann ballert das deutlich mehr rein. So. Cool. Ich bin ja schon sehr, sehr zufrieden, ne? Fängt ja super an. Fängt ja super an, ne? Wie er einfach keinen Bock hat, ey. Wie er einfach keinen Bock hat. Und immer gegen so einen Gummiband rennt, ey. Sehr schön. Komm ran, ihr Alten. Ei, 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 ei. Da ist er. Diese links und rechts und dann wieder wegdrehen. Und egal, was er macht. Immer wieder schön in das Gummiband reinrennen. Guck. So. Und ran damit. Na, das fängt doch schon gut an, ey. Ja, perfekt. So. Und ran da. Joa, was die aber auch Gas geben, ne? In dem Gewichtsbereich. Und haben sofort Bock. Das ist doch schon mal nicht schlecht, ey. Oh, das könnte knapp werden. Aber ich glaube, das passt so in dem ganzen Bereich. Ich bin mal gespannt. Also ich habe jetzt zwei Routen, die sind nicht ganz so weit rausgeworfen. Ich denke mal so um die 30. Vielleicht ist die eine hier sogar jetzt gerade im Loch drin. Ne? Gucken wir mal eben, verfolgen wir mal eben die Schnur. Ich glaube, so ist die Schnur.
Ja, ungefähr so. Geht auch relativ steil runter. Ja, müsste im. Ja, bin ich im Loch drin. Aber das ist soweit okay. Also ich kann mir ganz halt ganz gut vorstellen, also immer diese Kanten, ne? Man sieht das ja an verschiedenen anderen Gewässern, dass halt so diese Kantenbereiche immer so auch die interessanten sind. Und von daher, ja, Kantenbereich auch immer noch, auch wenn es dann unten im Loch drin ist, warum nicht? Vielleicht geht auch ein Wels rein, kann auch sein. Nehmen wir natürlich auch mit, ne? Gucken wir mal, was geht. Ja, gucken wir mal gerade auf Setup hier. Ich bin ja hier mit der Inline-Montage, das ist die Montage, die einfache Grundmontage, die ich geskillt habe. Wenn man hier natürlich mit der Schlaufmontage geskillt hat, dann nimmt man natürlich diese. Ja, ich werde wahrscheinlich irgendwann nochmal zurückskillen auf Schlaufmontage. Ist halt Jahre her, dass ich irgendwann mal umgeskillt habe, um das zu testen. Ich sehe da im Moment irgendwie auch keinen riesen Unterschied. Trotz allem ist, glaube ich, Schlaufe immer noch die populärere. Aber ja, beides funktioniert. Ja, vom Setup her, ich bin hier mit der normalen Fortuna Carb unterwegs. 39 Kilo Tragfähigkeit, das heißt, ich habe hier mit 36 Kilo Monoschnur, ich sag mal, ausreichend dicke Schnur. 137 Meter nur drauf, in Anführungszeichen nur. Reicht aber, denke ich mal, auch hier gerade für den Seitenarm so ganz weit. Kommen die Brocken hier nicht weg. Also passt eigentlich ganz gut. Und ich bin auch nur mit zwei Nullerhaken unterwegs. Ich glaube, zwei Nuller, drei Nullerhaken ist ganz okay. Vier Nullerhaken. Ja, wenn ich dann mal auf Beluga gehe vor Langeweile oder sowas, dann können auch die ganz Großen dran. Aber im Moment, ich glaube, das ist ganz okay. Zwei Nuller, drei Nuller passt. Ja. So sieht es aus. Störfuttermischer habe ich natürlich auch noch. So ist das PVA mit Rapsamen, getrocknetem Krill. Königskrabbe hatte ich hier mit drin. Das sind auch so Stör- und Krabbe. Ist eine Stör- und Krabbe-Mische. Es gibt bestimmt auch noch ganz andere verschiedene Mischen. Vielleicht kann man hier auch ein bisschen mehr in Richtung Muschel noch gehen. Gehackte Würmer, Lehm, Krabbe, Muschel drin als Dip. Also vielleicht tatsächlich hier nochmal mehr so eine etwas muschelige Komponente mit reinballern und dann tatsächlich hier auf 21 Meter mit der Muschelbank mal testen. Werde ich vielleicht nachher nochmal machen. Eigentlich eine gute Idee. Oder einfach, ne, teste du doch mal und dann unten reinschreiben in die Kommentare, wie das bei dir funktioniert hat. Oder wie deine PVA oder wie deine Störfuttermische aussieht. Auch das ist immer interessant. Da gibt es ja immer ganz große Unterschiede, was man dann da so reinmischt. Ja, also, so sieht das aus. Fängt gut an. Und jetzt heißt es hier, sitzen, warten, ne? Und nebenbei guckt man sich dann so ein paar Videos an, auf YouTube oder so, oder ein Livestream. Ja, das ist die Stelle. Ich würde sagen, zieht raus die Brocken. Ich hoffe, dass hier noch irgendwie ein größerer reinballert. Dann geht es halt in den harten Drill. Das kann allerdings jetzt eine ganze Weile dauern, bis da was reingeht. Es zuppelt schon wieder los, das ist gut. Sehr gut. Aber bis dann da halt was Großes reingeht, keine Ahnung. Vielleicht geht auch erst in den Abendstunden nochmal was rein. Kann halt jetzt ewig dauern, ne? Oder es gehen noch ein paar schöne Rotaugen rein, das wäre ja auch ein Traum. Ich hoffe, die werden gleich alle vertrieben hier von der Störfuttermische. Und es sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass da die Rotaugen reingehen. Ja, auch nicht so wirklich groß, ne? Zieht so ein bisschen nach links ab. Also, ich würde sagen, zieht euch raus die Brocken, Petri Ölümmels. Wenn es geholfen hat, ja, Daumen da lassen. Das ist einer der ultimativen Rotaugen-Spots. Einfach mal ausprobieren. Zieht raus die Brocken. Petri, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Gefällt mir und hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.